Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Reparaturvideo. Es geht um diese Küchenmaschine, um die Nudelmaschine. Die macht zum einen ein verdächtiges Geräusch und zum zweiten hakelt die. Und manchmal hakelt die so stark, dass sie blockiert. Mit der kann man keine Nudeln mehr machen. Die möchte ich reparieren. Wen das interessiert oder wer einfach nur mal daran interessiert ist, wie so eine Maschine von innen aussieht, nach dem Intro. So, hier ist auch schon der erste Hinweis. Hier fehlt eine Schraube. Das wird wahrscheinlich die Mutter sein, die da drin ist. Machen wir das mal auf. Okay. Tja, was da so geraschelt hat, haben wir gefunden, das ist die Schraube gewesen, die ihr schon vermutet. Jetzt muss es hier irgendwo haken. Vielleicht ist da irgendwas, dass da irgendwas klemmt, aber das sieht nicht so aus. Das sieht eher so aus, als ob die Zahnräder schon total verschlissen sind. Dann muss man weiter auseinanderschrauben. Oh, die sind total runter, diese Zahnräder. Schauen wir mal. Hier ist so eine Kante. Das ist alles weggeschliffen. So, dann gehen die Flanken weg, wahrscheinlich auf der anderen Seite auch, gucke ich gleich nochmal. Und dann stoßen Zahn auf Zahn und dann dreht sich das nicht mehr. Das ist aber Kacke. Mann, jetzt. Interessanterweise ist das nur auf einer Seite. Auf die Flanke, nur die Flanke, weil das ist die Arbeitsrichtung. Gucken wir mal, die umdrehen kann, die Zahnräder. Tack. Ist es ob. Hier ist komplett die Flanken weg. Das aber heißt ja, wenn das symmetrisch ist, ist gestanzt, dann kann ich sie andersrum einbauen, dann läuft es andersrum und dann sind die Flanken ja wieder okay. Ach, hier ist das ja interessant, das ist dieser Mechanismus zum Auseinanderfahren und Zusammenfahren dieser Walzen. Das ist hier so ein nicht zentriertes Ding. Also wie sagt man da? Was ist denn? Ich drehe, geht das auseinander. Weil diese Achse hier nicht mittig ist. Ich das dann drehe. Ah, dann geht es auseinander. Drehe ich so rum. Ist der große Knubbel auf der Seite, geht es zusammen. So funktioniert das. So, also. Dann hat wieder drauf. Da ist auch ein bisschen eingelaufen. Na gut, drehen wir es um. So, wenn man jetzt hier mal drauf guckt, passt das auch wieder schön ineinander. Jetzt liegen die Flanken wieder an den Flanken. Also geht es am besten. Das ist weiches Eisen. Kann man einfach zurückbiegen. In die Nut rein. So, sieht das denn aus? Jetzt habe ich die einfach gedreht. Und baue ich es wieder zusammen. Aber vorher muss ich noch eine Mutter suchen. Eine Mutter suchen, dass ich das hier wieder fest kriege. Ja, das läuft wie am ersten Tag. Das ist nur rückwärts nicht gut, aber das war ja klar.
wie am ersten Tag schnitzen Schätzchen. Kleines Zahnrad, große Wirkung. Jetzt funktioniert sie wieder, die Maschine. Wie habt ihr gesehen? Ja, stellt sich die große Frage bei solchen Dingen. So ein mies Riesenverschleiß. Ist das gewollt von der Firma, dass das passiert? Bauen die minderwertige Zahnräder ein, dass die Maschinen irgendwann kaputt gehen, dass man eine neue kaufen muss? Ich weiß es nicht. Wenn ihr eine Meinung dazu habt, könnt ihr das ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Man hört ja mal so einiges, gerade bei Elektrogeräten, dass es da Verfallsdatum gibt. Aber hier so bei Mechanikgeräten, ich weiß nicht. Ja, also schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Wenn ihr weiter an Reparaturvideos interessiert seid und so eine kleine Analyse ob das eingebaute Sollbruchstellen der Hersteller sind, dann abonniert den Kanal. Und freuen würde ich mich auch über einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.